Wir melden uns vom Stromteamagentur für Energieberatung. Stadtwerken? Stadtwerke Treustorf. Ah, dann sind Sie falsch verbunden. Ich bin in Hamburg. Ja, das ist ja kein Problem. Nicht? Nein, wir übernehmen das ja. Sie übernehmen Hamburg? Nein, wir übernehmen nicht Hamburg. Wir übernehmen nur Ihre Stromnetze. Ach, haben die verkauft bei Hamburg? Ja, genau. Ah, okay. Ja, was zahlen Sie denn jetzt monatlich? Oh, ich glaube so knapp 60 Euro. Okay, sag mir einmal die Rufnummer auf der... Kannst du mir einmal bitte deine Telefonnummer geben, wo ich versucht habe, dich anzurufen? Wer ist denn da im Hintergrund und redet immer? Das ist mein Vorgesetzter, der redet einfach auch mit deinen anderen Kunden. Ne, der redet doch mit dir. Du hast genau das gesagt, was hat er gesagt. Weil du ja unbekannt angerufen hast und deswegen. Ach so, das ist, sollst du dann aufschreiben? Ja. Ein Moment bitte. Herr Malwurf, das ist Telefon für Sie. Ja, Entschuldigung, hat ein bisschen gedauert wegen der Telefonnummer. Darf ich Sie geben? Ja, Maulwurf, guten Tag. Ja, guten Tag, mein Name ist Lisa Sommer. Ich melde mich vom Stromteam Agentur für Energieberatung. Wie bitte? Ich melde mich vom Stromteam Agentur für Energieberatung. Ja, jetzt habe ich Sie verstanden. Entschuldigung, ich kann nicht mehr so super gut hören. Das ist kein Problem. Wenn Sie, wer regelt alles in Ihren Haushalt? Ihr Haushälter? Der ist schon fast fertig für heute. Ja, können Sie mir ihn geben, bitte? Aber warum denn? Wie viel zahlen Sie denn monatlich für Ihren Strom? Das sind so knapp 60 Euro. Okay. Wie viel verbrauchen Sie? Wie viel, also Kilowatt verbrauchen Sie? Oh, das kann ich Ihnen jetzt so aus dem Stegreif gar nicht sagen. Das sind 60 Euro im Monat, so ein klein bisschen mehr, mal so 61 und so ein ganz krummer Betrag wird da abgebucht werden. Okay, einen Moment. Ja. Rufen Sie von Stadtwerken an. Ja, genau. Ich rufe von Stadtwerke Treustorf an. Ja. Ja, genau. Ja. Und Sie zahlen im Monat nur 40 Euro dann? Ich bezahle 60 Euro. Genau, Sie bezahlen jetzt 60 Euro. Ja, richtig. Und wenn Sie zu uns wechseln, bei Stadtwerke Treustorf bezahlen Sie nur 40 Euro. Treustorf? Wie bitte? Sie haben... Also örtliche Grundversorger sind Köln-Bonn. Aus Köln-Bonn. Ja, aber Sie haben ja hier in Hamburg angerufen. Ja, genau. Ja, und wie werden die denn... Ja, wie soll das denn funktionieren, wenn Sie da am anderen Ende von Deutschland sitzen? Die Netze werden nur geändert. Aber wir haben das Haus ja gerade, die Sanierung erst beendet. Werden die dann da wieder mit den Bagger kommen? Nein. Das ist ja egal. Also werden die da keine Arbeiten vornehmen? Die Netze werden nur angemietet. Ja, in Ordnung. Okay, dann haben Sie da die Zählernummer und die Kundennummer für mich? Das ist, ich glaube, das steht an dem Gerät unten dran, bei dem Keller. Ja, bei der Abrechnung. Ich werde da haben mal Sie denn kurz... eine Jahresabrechnung? Soll ich da mal kurz runterlaufen? Ich habe so ein fancy, schnurloses Telefon von meinem Enkel bekommen. Ja, okay, das wäre super. Ja, kann nur ein bisschen dauern. Ich bin schon älter. Ja, kein Problem, immer mit der Ruhe. Ja, und jetzt können Sie mir ja nochmal mit den Netzen. Ich habe das nicht verstanden.
Was wird da, wie wird das passieren, was sie da machen möchten? Hallo? Die Stromnetze werden nur angemietet. Die Stromnetze werden nur angemietet. Von hier von Hamburg? Ja, genau, von die Stadtwerke Baden-Baden. Ja, sehr gut. Haben Sie denn eine Jahresabrechnung vorliegen? Da müssen Sie nicht extra nach unten. Ich bin jetzt aber schon bei der Frau Zahnbrecher da an der Tür. Okay, immer mit der Soll ich jetzt wieder umdrehen? Nee, Sie können, wenn Sie schon da sind, dann können Sie ja nach unten. Ja. Jetzt muss ich nur kurz gucken, wie ich das hier aufkriege. Es ist, die Tür geht so schwer. So, ich glaube, das ist hinten bei Fahrrädern. Ihr habt das so einen Nachbarn, ne? Der kann nie, wenn der mit Putzen dran ist, der lässt das immer alles hier liegen. Das ist so schwierig hier zu laufen. Schreckliche Menschen sind da. Und das ist dann 40 Euro? Genau. Ja, das Sie sparen dann 20 Euro im Monat. Wie ist das denn möglich, dass das plötzlich so viel weniger wird? Arbeitspreis ist günstig. Was bitte? Und der Grundpreis ist günstig. Der Arbeitspreis ist günstig und der Grundpreis ist günstig. Ja, das ist ja ein riesiger Unterschied. Da ist es ja super, dass Sie mich angerufen haben. Ja. Das ist ja fast wie Weihnachten. Der Energiemarkt ist ja groß, ne? Ja, das ist richtig. Das ist ja heute dann fast wie Weihnachten. Genau. Und wann wird das dann zum nächsten Jahr passieren oder wie schnell wird das gehen? Weil ich muss das ja erst noch beim Herrn Müller von Stadtwerke noch anrufen dann. Hallo? Wir müssen noch erstmal bei Ihnen, bei Ihren Stadtwerken erstmal kündigen. Ja, das kann ich ja nachher dann machen, wenn wir da gesprochen haben. Das machen haben. Wir alles für Sie. Darüber müssen Sie sich keine Sorgen machen. Wir klären das alles für Sie. Ja, muss ich das doch unterschreiben? Nee. Das ist ja alles sehr, sehr liberal organisiert bei den Strommenschen. Genau. Der Energiemarkt ist ja groß. Ja, das sagten Sie bereits. So, genau. Ich glaube, das ist das Ding. So, können Sie das dann mal aufschreiben? Oder also ich brauche einmal die Zählernummer. Ja. Und die Kundennummer. Können Sie das dann notieren? Ja, die Zählernummer einmal bitte. Ja, das ist 402. Ja. 103. 103. 11. Ja. Und dann ist das im Moment 276. Und dann einmal die Kundennummer. Jetzt ist das aber schon bei 277 angekommen. Ich brauche die Kundennummer. Die Kundennummer, aber jetzt hat sich ja die... Das ändert sich ja ständig. Nee, die Kundennummer ändert sich eigentlich nie. Ja, das bewegt sich ja hier mit diesen Rädchen. Das ist ja, das misst ja den Verbrauch. Das ist der Zählerstand, das ist nicht die Kundennummer. Ja, müssen Sie den nicht haben. Hallo? Also den Zählerstand wird dann die Stadtwerke Baden-Baden übernehmen. Da kommt dann der Herr Müller und wird es dann nochmal kontrollieren. Kann sein. Ja, und ich muss nochmal, also da steht Zählerstand, da steht Zählernummer darunter. Genau, ich mach die Zählernummer. Ja, da steht Eigentum der Stadtwerke Baden-Baden. Und dann steht da, ich muss mal, das ist Licht, ist hier so schrecklich. Das ist 211. Ein Moment, die Zählernummer ist 211. Ja, 361. 261. 899. 899, okay. Ja. Und die Kundennummer.
Das muss ich mal gucken, wo das hier drauf steht. Das ist, das sind so viele Sachen. Steht das auch an dieser Uhr mit dran? Hallo? Ja, bitte. Steht das auch an der Uhr mit dran? Hallo? Also die Kundennummer steht nur bei der Abrechnung oben dann. Ja, warum schicken Sie mich dann in den Keller runter? Weil Sie mir die Zählernummer durchgeben müssten. Hat das einen tieferen Sinn, dass da hinten einer Ihnen immer alles vorsagt? Oder spricht der mit jemand anderen? Der spricht mit jemand anderen. Das hat Ihnen damals keiner gesagt, dass man alte Leute nicht anlügen soll. Kann ich mit dem Mann mal bitte sprechen? Natürlich. Martin Hoffmann hier am Apparat. Bitteschön. Ja, Sie sind die Stimme aus dem Hintergrund. Ja, eine tolle Stimme habe ich, ne? Ja, ich wollte die ganze Zeit schon fragen, aber warum müssen Sie das denn immer alles... Warum die ganze Zeit? Sagen Sie mal. Warum die ganze Zeit? Ich habe jetzt gerade das erste Mal gesprochen. Na, ich habe noch sehr gute Ohren. Die Frau hat doch immer genau das wiederholt, was Sie vorgesagt haben. Nein, gerade am Anfang haben Sie gesagt, dass Sie nicht gut hören. Ja, aber ich habe ein sehr starkes Telefon von meinem Enkel bekommen. Ja, sagen Sie mal, aus welchem Zirkus kommen Sie? Das ist der Ziegenzirkus. Ja, dann machen Sie mal weiter so, ja? Ja, können Sie sich bitte eine anständige Arbeit suchen? Nein, Sie suchen sich mal anständige, vernünftige Persönlichkeit, ja? Diese Persönlichkeit, die steht Ihnen gar nicht, ja? Sie versuchen einen auf alt zu machen oder sonstiges dergleichen. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Job mal selber persönlich gemacht haben, aber dass Sie solche Menschen, beziehungsweise unsere Arbeit, so ansehen, als wären wir Dreck, dann liegen Sie komplett falsch, ja? Ja, möchtest du lieber mit dem Russen reden? Ja. Ja, von mir aus kann ich auch mit dem lieben Putin sprechen, ja? Erzähl mir, möchtest du bei Kreml kommen? Da kannst du mit mir Krabbensaft trinken. Hallo. Blöd, hat aufgelegt. Ich habe gewonnen. Das wird, glaube ich, die Leiden eines Callcenter-Neulings Teil 3. Freche Lügen, die ganze Zeit vorsagen, hat nicht gemerkt, Dimitri wohnt in Hamburg, Maulwurf und bei Baden-Baden. Diese Leute, ich weiß nicht, was ist los mit ihnen, aber es hat sehr gut zusammengefasst. Ich sehe es als Dreck, genau wie die meisten von euch, die das jetzt anhören. Ich freue mich auf eure Hilfe und wir werden diese Krieg gewinnen, mein Brüder.